Extraordinary Dogs wird Ihnen präsentiert von Eukanuba. Marijke Rabicek lebt in Southend-on-Sea in England. Seit ihrer Kindheit ist sie nahezu taub und leidet an starken Allergien, unter anderem an einer Tierhaarallergie. Trotzdem findet man an ihrer Seite den chinesischen Schopfhund Amos. Amos verliert so gut wie keine Haare und er ermöglicht Marijke, ein eigenständiges Leben zu führen. Meine Mutter hat mir immer viel geholfen, aber das ist vorbei. Ich bin alleine. Jetzt gibt mir Amos die nötigen Informationen. Er hat mein Leben komplett verändert. Durch die treue Hilfe von Amos kann Marijke wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie unterrichtet Gebärdensprache an der Volkshochschule. Amos hilft ihr dabei als Übersetzer. Er zeigt Geräusche oder Fragen der Schüler durch Berührungen an. Zum Beispiel, indem er seine Pfoten auf Marijkas Beine legt. Durch die Fähigkeit, ihre Ohren auszurichten, können Hunde Geräuschquellen absolut präzise bestimmen. Mit ihren Muskeln können sie die Ohren drehen, anwinkeln, heben oder senken und so herausfinden, aus welcher Richtung Gefahr droht. Die Muskeln rund um die Ohrmuschel der Hunde sind extrem wichtig. Doch damit nicht genug. Weiter innen gibt es einen kleinen, aber bedeutenden Muskel. Dieser Muskel ist aus Fasern aufgebaut, die es so nur bei Hunden gibt. Man glaubt, dass dieser Muskel dafür verantwortlich ist, dass ein Hundeohr viel höhere Frequenzen als das menschliche Ohr wahrnehmen kann. Das ist wirklich einzigartig. Ich höre durch ihn. Aber vor allem hilft mir seine Liebe und seine Freundschaft. Ich habe schwere Zeiten in den letzten Jahren durchgemacht. Er möchte, dass ich glücklich bin und hat ein neues Feuer in meinem Leben entfacht. Es ist seine Liebe und sein Trost und alles. Mein Leben wäre leer ohne ihn. Amos ist meine Brücke zwischen der Welt der Hörenden und der Tauben.